In der heutigen Newsfolge geht es um: Aston Martin bestätigt Gespräche mit Investoren, Red Bull und Lucas Auer gehen getrennte Wege, neuer Entwicklungsfahrer bei Williams, auch neuer technischer Direktor. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Aston Martin hat nicht nur bestätigt, dass sich ein externer Investor ins Unternehmen einkaufen könnte, sondern auch, dass man zurzeit Finanzierungsbedarf und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten abschätze. Der Investor wird zwar nicht genannt, kann sich dabei aber nur um Stroll handeln. Sie seien im frühen Stadium von Gesprächen mit potenziellen strategischen Investoren. Zu einer gegebenen Zeit wird es ein Update geben. In den abgelaufenen 3 Quartalen kam ein Verlust von etwa 110 Millionen Euro zusammen und der Gesamtschuldenberg liegt derzeit bei satten 950 Millionen Euro. Was haben Daniel Tictam, Patricio Award und Lucas Auer gemeinsam? Korrekt, alle drei waren einmal in der Akademie von Red Bull. Lucas Auer wird nicht mehr am Red Bull Juniorenprogramm teilnehmen. Helmut Marko sagt, die Trennung sei gegenseitig und nennt als Grund sein 25-jähriges Alter in Kombination mit einem Mangel an Superlizenzpunkten. Auer belegte in dieser Saison in der Superformula einen Podestplatz. Heute wurde bekannt gegeben, dass er wieder in der DTM an den Start gehen wird, und zwar für BMW. Sein Teamkollege wird Philipp Eng sein. Wo ich gerade Daniel Tictam erwähnte. Dieser wird 2020 nicht nur für Darms in der Formel 2 an den Start gehen, sondern wird auch Entwicklungsfahrer bei Williams. Nick Chester, der vor kurzem bei Renault kündigte, versucht zurzeit eine Einigung mit Williams zu erzielen, da sie einen Nachfolger für den im Frühjahr gegangenen Paddy Lowe suchen. Frühester Zeitpunkt für den Arbeitsantritt des Briten wäre der 6. Juni 2020, also ein halbes Jahr nach der Kündigung bei Renault, weil er eine 6-monatige Arbeitsbefreiung wie jeder andere Ingenieur auch machen muss, der die Posten wechselt. Kommen wir zu Mikes Meinung. Dass Aston Martin so tief in der Kreide steht, war mir nicht klar. Fast 1 Milliarde Euro Schulden? Holy moly. Lucas Auer und Red Bull gehen also getrennte Wege. Das war mir nicht klar. Ich dachte, dass er eines Tages den Sprung ins Red Bull-Team schafft. Aber schön zu sehen, dass er wieder in der DTM ist, da er dort schon die Erfahrung sammeln konnte. 2020 wird für Tictam ein interessantes Jahr. Er muss Williams und Dams zeigen, dass er der richtige Fahrer für den und für den Posten ist. Ich bin mir sicher, dass Chester den Job bekommt. Ein britischer Ingenieur mit sehr viel Erfahrung und ein britisches Team, das da unten wieder herauskommen soll, meiner Meinung nach passt das. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Darth Vader 02. Er schreibt: Es wäre aber schon geil, wenn Vettel 2021 zu McLaren gehen würde, weil da werden die Karten ein bisschen neu gemischt und McLaren wird einen riesen Fortschritt machen. Siehe Hamilton, Mercedes 2014, in Klammern 2013. Also könnte ich mir denken, dass McLaren 2022 wieder wie in alten Zeiten ganz vorne um die WM mitfahren wird. Klar wäre es schade um Norris und Sainz, aber vielleicht geht ja einer 2021. Da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen, aber Sainz und Norris sind meiner Meinung nach ein Traumpaar von Teamkollegen, die sich super verstehen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, like das Video, und wenn auch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.